Seit nunmehr 16 Jahren kommen volkstreue Deutsche am 8. Mai in der Min zusammen, um stellvertretend hier den Opfern unseres Volkes im Zweiten Weltkrieg und der folgenden Besatzung zu gedenken. Und Jahr für Jahr wird dieses Gedenken wichtiger denn je. Im letzten Jahrzehnt wurden aufgrund unseres Ehrendienstes hier mehrere Bücher geschrieben, ein Kinofilm gedreht und zuletzt sogar ein Roman veröffentlicht. Es ist unser Verdienst, dass die Geschehnisse im Mai 1945 hier in der Min in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt sind. Und weil damit deutlich wird, dass der 8. Mai eben kein Tag der Befreiung war, versuchen sich die geistigen Erben unserer Feinde in der Umdeutung dieses Tages. Linke aller Facetten sind sich einig und feiern gemeinsam die sogenannte Befreiung. Sie stehlen Kränze, werfen Gummipuppen als Leichenattrappen in die Peene und tanzen im Rausch auf den Gräbern derer, die es ihnen erst ermöglichten, heute zu leben. Unser Volk hat einen Krieg verloren mit unvorstellbar brutalen Folgen. Ich kann da keinen Grund zur Freude und zum Feiern erkennen. Unzählige Zivilisten, Frauen, Kinder, Alte und Greise wurden durch den Bombenterror der Alliierten ausgelöscht. Vergewaltigung, Folterung und Totschlag waren die Mittel der Roten Horden aus dem Osten, um uns Deutsche zu brechen. Wehrlose, Invalide und sogar Neugeborene wurden von ihnen erschlagen, erstochen, verbrannt und Schlimmeres. Doch mit dem 8. Mai 1945, dem angeblichen Befreiungstag, endete das Morden nicht. Im Gegenteil. Millionen Deutsche verloren ihre angestammte Heimat und wurden vertrieben. Hunderttausende deutsche Soldaten fanden in den Vernichtungslagern der Alliierten einen grausamen Hungertod. All dieser Opfer wollen wir am 8. Mai eines jedes Jahres gedenken. Denn dieser Tag war für unser Volk kein Tag der Befreiung. Die Toten unseres Volkes mahnen uns zu ewiger Treue. Wir vergessen weder Tod, Leid noch Vertreibung. So unmenschlich der Feind auch war, so unverhandelbar ist für uns die Erinnerung. Wir stehen in Treue fest.